Ach ja. Ach Leute, mir ist bevor im Vorfeld dieser Aufnahme bereits aufgefallen, dass es mir eigentlich unglaublichen Spaß macht, jetzt Mass Effect zu spielen. Einfach weil es nicht mehr, weil es jetzt blind ist, komplett. Weil vorher war ich immer so ein bisschen gelangweilt, weil ich schon genau wusste, was kommt. Und ich mag diese Kiefer immer noch nicht. Und jetzt bin ich halt irgendwie gerade ein bisschen gut gelaunt, weil alles, was jetzt kommt, ist für mich völliges Neuland. Und das habe ich alles noch nicht gesehen und ich kann da kann erkunden und so Zeug und bin halt überrascht von den Dingen, die da kommen. Und ah, das finde ich aber toll. Davon jetzt mal unabhängig, bin ich jetzt halt gerade ein bisschen raus aus dem Spiel. Ich weiß, dass ich hier drinnen auf Dingsbums hier, wie auch immer der Planet heißt, aufgehört habe. Ist hier wahrscheinlich Partikelstrahler? Das ist interessant. Sieht so aus wie ein lustiges Zeug, was ich noch mitnehmen kann. Na? Kollektoren Partikelstrahler halten. Die folgenden Gruppen können diese Waffe jetzt benutzen. Jawolski! Ach hey! Das ist ein. Oh, toll. Na gut, das Ding zählt wahrscheinlich als. Oh. Was? 433 Munition für schwere Waffen? Ich bin aber sehr gespannt, was der Kulturpartikelstrahl so kann. Ich nehme ihn jetzt einfach mal in die Hand. Ich werde ihn gleich mal benutzen. Die Leute sehen hier übrigens gerade sehr erstarrt aus. Also, er hat zumindest versucht, sich zu verstecken. Warum gehen hier die Türen von alleine auf? Das finde ich nicht gut. Zerbrechliche Kiste. Oh. Da kommt die Ruckeltruppe. Hä? Machen die denn? Achso, die werden wir ferngesteuert. Doch nicht. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Kollektoren-General. Das kommt mir irgendwie ein bisschen sehr vor, wie die. Wie das. Wie die Technologie, die. Verdammt. Jetzt Shepard, die mache ich mal ein bisschen in Deckung. Wo bleibt eigentlich meine Juckeltruppe hier? Ja, und jetzt hier bitte Brandgranaten. Danke. Ach hey, der Vorbote. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier meine Superwaffe? Jungs, können wir bitte mal diesen komischen. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen warten, bis ich mich hochgeheilt habe. In der Zwischenzeit schauen wir hier mal ein paar Granaten und Zeug raus. Jungs, können irgendwie mal bitte. Ist mir ja sehr un. Sie können sich nicht widersetzen. Doch, kann ich, siehst du doch. Wir sind ihr Schicksal. Seid ihr nicht? Was? Macht übrigens gut Schaden, das Ding. So, ein bisschen Vorrücken hier. War das nicht gerade der Vorbote, den ich erschossen habe? Jungs, wir brauchen Granaten da drüben. Macht auf jeden Fall derb Schaden, das Ding. Hab ich Ahnung, wie das danach keine Raketen mehr über habe. Was ist denn hier noch was? Und weg. Wow, jetzt wäre der Zeitpunkt gut, sich mal ein bisschen Decken zu suchen. Wo ist denn ja nicht mein Person? Oh, doch, da hinten. Ach, da hinten ist ja noch so ein Vorbote. Ach, hey. Das ändert gar nichts, Schiff. Wie viel gibt's denn davon? Ich meine, so ewig hätte man eine komische Superwaffe hier auch nicht, ne? Da könnte ich eine Tür irgendwie. Ach, hier wäre ich auch runtergekommen. Warte mal, ich guck mir erstmal den Block da an, weil der steht alleine. Und was habe ich doch gerade von einer Energiezelle gelesen? Bekommen wir noch mehr von den Burschen. Und wie geht mir das sehr auf die Nerven, wie gleichgültig diese Kollektoren sind. Achso, der gibt's. Oh, doch, da gibt's Munition, jawohl. Tolles Bier hier. Na gut, aber immerhin habe ich wieder ein bisschen Munition für meine Superwaffe hier, die ja doch irgendwie ganz gut die Gegner wegbrutzelt. Bin ich ja mal sehr gespannt, was wir hier im Inneren noch finden werden. Ja, ich bin ja so gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier ausgeht. Sorry. habe ich auch, wie gesagt, ein bisschen auf die Aufnahme gefreut und war gerade ein bisschen deprimiert, als ich stundenlang damit beschäftigt war, die Folgen vorzubereiten, die heute rauskamen, weil das ist irgendwie ganz schön viel Arbeit. Ich habe eigentlich zu viele Folgen auf YouTube. Ich meine, den Zuschauer freut es, weil dann für jeden was dabei ist. Aber für mich bedeutet das ganz schön viel Stress, wie zu machen, wie ich heute gemacht habe. Raffiniertes Platin? Oh, ist nicht los. Na toll. Ist das gut oder schlecht? Hätte die Tür zugehen müssen. Ich werde das raffinierte Platin nicht vergessen. Oh, hat der ihn überlebt? Gesellschaft. Kommen Sie da raus. Sofort. Wer ist er denn? Der Rüstung? Sie sind ein Mensch. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher. Die wussten, wo sie sind? Ach komm, machen wir gleich die unverfrorene Wahrheit. Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren in der Rüstung. Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich?
Ich dachte, die wäre nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Tja. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Erzähl doch mal, was müssen wir von den Leuten hier ein bisschen menschlich machen. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Aha. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Hä? Cool. Steht mir so immer. Die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Wer ist denn? Ja, was ist denn mit Chief Williams? Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Sie soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Kann sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Ja, was hat ihr denn? Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Mal ganz unschuldig fragen, sodass die Leute gar nicht damit rechnen, dass man da vielleicht doch noch mal mehr wissen möchte. Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Wo kommt die überhaupt her? Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Na super, was sind das für Verteidigungstürme? Die haben wir jetzt noch nicht gesehen. Die Geschütztürme könnten wir jetzt eigentlich so gut brauchen, das gelandete Schiff da draußen kaputt zu ballern. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Aha. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir müssen extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Der klingt total begeistert. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Naja, also ganz unbegründet war die Idee mit dem Geschütz ja nicht, die Allianz beschuldigen. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Ich hätte mir eine andere Rüstung zulegen. Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Tja. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Ja, hier, aber die Allianz, die ist eigentlich, so schlimm sind die ja nicht. Die Kollektoren überfallen abgelegene Kolonien. Die Allianz wollte helfen. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Sie hat zu viele Hintergedanken. Tja. Die Vertreterin hat gesagt, sie soll nur die Türme online bringen. Aber ich sage Ihnen, da steckt mehr dahinter. Na gut, aber trotzdem, die Türme werden jetzt trotzdem geil. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Den Rest kriegen wir schon hin. Aha. Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Das ist natürlich jetzt sehr problematisch. Da hätte ich jetzt Morde wahrscheinlich gebraucht. Der hätte das wahrscheinlich ein bisschen schneller hingekriegt. Na gut, dann muss das Set machen. Aber ich glaube, den Mechaniker brauche ich jetzt trotzdem dafür. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Na gut, dann bleib hier. Ich werde dich finden hinterher tot wieder. Sie wären vermutlich nur im Weg. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Hervorragend. Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Ich habe Feuerkraft. Ich brauche gar nichts. So, hier mein Palladium und vor allem das Medizin-Kit hier. Oh. Nein, jetzt habe ich schon unterwegs. Nein, nicht rennen. So, Palladium habe ich auch. Ein Waffenspind. Shepard. Achso, jetzt könnte ich wieder den Raketenwerfer nehmen. Präzision tödliche Waffen mit konzentrierten Strahlen. Enorm effektiv gegen Schild, Barrieren und Panzerung. Die für den Strahl mit akzeptablen Zerstörungskraft nötige Energie ist um ein Vielfaches höher als beim Abfeuern eines Projektils mit hohen Geschwindigkeiten über ein Masseeffektfeld. Die von ihnen erbeutete Waffe scheint eine Strahlenwaffe der Kollektoren zu sein, aber alle Versuche, sie zu analysieren und nachzubauen, sind bisher gescheitert. Vermutlich können die Techniker der Normandie mit genügend Forschungsaufwand eigene Strahlenwaffen herstellen, vielleicht sogar in größeren Mengen. Hey! Da bin ich durchaus bereit, für effektive Waffensysteme ein bisschen was an... Also für effektive Waffen bin ich durchaus bereit, einiges an Forschung zu investieren. Wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht schon so insektenartig hier an. Ich mag diese Viecher nicht. Ja, vielleicht finden wir ja noch was. Wie das Gefühl, das war sowieso der letzte Überlebende hier. Aufpassen. Was? Aufpassen? Wo denn? Das ist natürlich noch... Ich meine, ist sie jetzt anscheinend nicht mehr...
Was hat sie eigentlich? Was hat, wann das? Oh Mann, jetzt habe ich schon. Ah, der Pistole, ich hast ja. Okay, ja gut. Sturmgewehr und Dings. Wo denn? Ach, da! Aber warte mal, Jungs, das können wir doch cooler lösen. Ey, wie schnell die Kolleg. Boah, Husk schon wieder? Jungs, müssen wir hier um ihn stürmen? Oh nein, Vorbote. Okay, gut, da muss ich jetzt. Jungs, können wir bitte mal jemand die Husk umschießen? So, jetzt hier den dann noch. Diese Vorboten sind. Auf sie wartet die. Ja, so, der ist gleich tot. Die Vorboten sind ganz schön heftig. Die halten mal ganz schön viel aus. Ein Ableger? Können wir den bitte auch kaputt granaten? Obwohl, ist ein bisschen weit weg, wa? Okay, gut, da brauchen wir ja gar nicht anfangen. Die halten ja richtig viel aus, die Freunde. Warte mal, können wir hier vielleicht irgendwie mit. Weiß gar nicht, wie. Weiß gar nicht, wie effektiv. Warum habe ich ja nicht schon die falsche Waffe hier? Ne? Was habe ich da für ein blaues Zeug mehr drauf? Ja, ist auf jeden Fall die falsche Waffe für den Job. Die Viecher sind ganz schön mächtig, habe ich das Gefühl. Da hilft ja alles nichts. Ich kann ja nicht mal rüberspringen. Das ist ja natürlich sehr ärgerlich. Ich habe übrigens seit Ewigkeit nicht mehr gespeichert. Fällt mir jetzt gerade. Es fällt mir gerade zum Nachhinein auf. Oder oben ist der Attentäter. So, dann können wir den doch jetzt bitte mit Kräften weghauen, oder? Hat ihn nicht mal getroffen. Ach, die haben auch diese Strahlenwaffen. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja komische Panzerfiege. Husk-Ableger, das genaue Schicksal der für den Kollektoren führt ein Spiel ist unklar, aber die humaniden Erscheinungsformen, ja, blablabla. Ich könnte ja irgendwann mal, also bald, ein Let's Read Codex machen für Mass Effect 2. Also vielleicht noch nicht am. Vielleicht am besten nicht, wenn ich es schon durchgespielt habe, weil dann ist für mich selber nicht mehr so ganz interessant. Sondern so auf halbem Weg, also nach der Mission vielleicht, wenn mir danach ist. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal ein bisschen storymäßig was zu erfahren, weil wenn ich das im laufenden Let's Play mache, dann ist das halt ein bisschen doof, all die, weil das hatte ich auch letztens auch schon von dem, weil nicht jeder daran interessiert ist. Und das hatte ich bei Fallout mal, da ein Abonnent fand das total super, dass ich da alle Dialoge durchgeklickt habe, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass die meisten Leute lieber so eine gesunde Mischung aus Dialoge und Action bzw. Bewegung haben möchten und das überhaupt nicht leiden können, wenn ich da 20 Minuten lang irgendwo doof rumstehe und Dialoge führe. Und tut der Korrektor? Warum ist denn der Ding geblieben? Das könnte nützlich sein. Biotischer Schaden, jawohl, da bin ich auf jeden Fall da vorbei. Da, es wird mich wahrscheinlich wieder tonnenweise Element Zero kosten, aber. Ich hätte gedacht, dass wir auf mehr dieser eingefrorenen Kolonisten stoßen würden. Na, die sind schon weg. Vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Ich nehme an, sie sind hier fast fertig. Nehme ich auch an. Na gut, okay, gibt's nichts mehr zu. Verdammt, der Taste. Ah, dass auch alle Spiele in andere Steuerung haben müssen. Ah, das ist kein Problem. Mann, ich will mal. Was? Ja, weiß ich doch. Ja, hier, geht los. Ich bin irgendwie immer noch. Es fehlt mir die DIN-Norm für Computerspiele zur Steuerung. Wie sind die Dinger immer gleich einfach, ne? Ja. Meine irgendwie. Verdammt großes Schlachtfeld hier. Das sieht ja sehr nach Semi-Endkampf aus. Da breche ich die Kiste und da sind so eine explosiven Container. Dinge, die ich übrigens auch nie für meinen Kampf benutze. Wenn hier nicht gleich ein großer Kampf ist. Weiß ich auch nicht. Übrigens, ich. War ja klar. Achso, ich sollte mich vielleicht selber nicht unbedingt hinter einem explosiven Container verstecken. Wo sind denn hier die Freunde? Ach. Was schieße ich da eigentlich? Warte mal, aber hier sind. Die paar Hass, die kann man. Na, die haut's komplett weg. Was? Der ist blockiert? Warum ist der blockiert? Was sind das überhaupt für Viecher? Können die irgendwas Tolles? Ich meine, die da sind echt, ey. Shepard will nicht in der Deckung bleiben. Die Ableger sind halt echt ärgerlich. So, ich muss erstmal hier meinen Kollegen wieder holen. Der, Jungs, ihr kommt jetzt bitte erstmal alle zu mir. Junge, lass dich doch nicht von diesem dummen Husk ablenken. Oh. Also. Ich hab mir das Gefühl. Zed versteht das nicht so richtig mit dem. Dass er zu mir kommen soll. Ja, gut, mal, dann strahle ich jetzt so einen Husk mal down, mal sehen, wie lange das dauert.
Dauert ja ewig. Ey, wie ich den da tot habe? Da wäre ich ja alt, weil. Junge, Shepard, jetzt mal langsam dicken geht hier. Oh oh. Ich glaube, ich werde hier sterben. Ja, werde ich auch. Ey, diese Viecher sind ja sowas von tanky. Gab es ja nicht zwischendurch mal ein Autosave? Vorhin sah ich noch, ja, ich habe jetzt seit Ewigkeiten lang nicht mehr gespeichert. Und dann tue ich es trotzdem nicht. Ich hoffe, bevor die Tür aufging, war ein Autosave. Ich achte, das wollten die natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich und dumm von mir vor allen Dingen. Bei Rangriff können sie zwischen 2, 9 und enorm wirkungsvollen. Was? Ah, okay, alles klar. Der Quicksave war ja ganz gut. Team? Ich komm schon hin. Alles klar. Ja, ich duck mich ja schon. Ja, Jungs, wir müssen hier. Jungs, ja, das ist total wichtig, dass wir hier an einer Stelle stehen. Ich meine, prinzipiell könnte man die ja alle mit Fähigkeiten umbringen, aber dafür müsste ich erstmal meine. Ja, ich bin halt hier ganz schön eingeengt, ne? Also, Jungs, hier erstmal. Volles Mettfeuer. Aua, das war übrigens gerade mein Schild, der Strahlende, ne? Aua. Und die können mich jetzt. Die können mich ja zwei quasi instant weghauen. Ich meine, die kleinen Husk, die hier so rumrennen. Boah, was? Ey, warum ist die. Warum liegt sie denn jetzt hier schon wieder auf dem Boden? Ist das hier ernst? Oh oh. Hallo. Warum hab ich die. Ach hey, weil jetzt sind die beide tot oder was? Was ist denn hier los? Natürlich. So, warte mal, vielleicht. Da und. Ja, mit den Brandgranaten gehen die ja ganz gut down, die Viecher, aber. Ey, der alte andere Ableger ist ja noch voll. Oh, nee. Alter, was ich bei den Viechern gedacht haben. So, kann ich jetzt hier bitte mal wieder. Na, ja, zumindest sind die, ist das Vieh jetzt gerade abgelenkt, weil meine Leute das. Ach, hey. Also ist das Vieh ja die biotische Fähigkeit? Nein, oder was ist das da? Ja, die Schrotflinte von Jack scheint ja halt wirklich Schaden zu machen. So, jetzt hier. Bam. Alter Schwede. Ich möchte doch nicht die ganze. Ich möchte doch nicht die ganze Strahlen. Transmitter? Das Ding hier, oder was? Ich möchte doch nicht die ganze Zeit hier meine Strahlenwaffen darauf verwenden, die Viecher kaputt zu machen, weil diese anderen. Oh, ich mal Quicks helfen. Weil diese anderen Viecher. Na gut, eigentlich liegt hier relativ viel Munition dafür rum. Die Vorboten hier, die nehmen dafür deutlich. Die nehmen deutlich mehr Schaden bei der ganzen Geschichte von dieser Strahlenwaffe. Die kann man damit ja quasi leer ziehen. Mit wenig Schuss. Und diese Vorboten, die halten halt so unglaublich viel aus. Aber die Husk waren übrigens ein ganz schönes Problem, habe ich gerade so gemerkt, als sie mir zu nahe kamen. Was ist denn jetzt hier? Ist das hier der große Zielcomputer oder was? Was braucht man hier? Das sieht gut aus. Was sagt denn die Folgenzeit? Das. Und jetzt mit ein bisschen orange gewürztes Blau. Nein. Das sieht gut aus. Ja, so. Normandy, hören Sie mich? Oh, das war schon. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Ich brauche bei den. Ja, hier, Arschtritte für die Kollektoren. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edi, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Mache! Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Mache! Wir sollten nachladen. Wenn die Kollektoren das bemerken, bricht sofort ein Kampf los. Noch was? Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Geil. Gut, dass ich vorher schon ordentlich geplündert habe. Oh Mann, ey.